Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Es ist schon eine ganze Weile wieder her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich wollte das hier eben schon mal starten. Allerdings wurde ich dann sofort von diesem süßen kleinen Vögelchen da hinten attackiert, weswegen wir jetzt ein paar Meter weiter loslegen. Wir hatten dort hinten bei dem Lagerfeuer quasi, bei dem da hatten wir aufgehört. Den letzten Part und ja, ich bin jetzt einfach nur mal hier ins Gras gehuscht, um meine Ruhe vor dem Kerlchen zu haben für die Anmoderation. Da, wie gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und wenn ich hier gleich losrenne, etc., dann vertraue ich der PlayStation bzw. meiner Technik nicht ganz so, dass das wirklich klappt mit der Aufnahme. Drum, ja, machen wir das jetzt auf diesem Wege. Soll der dort seine Kreise ziehen? Das ist aber schon gemein, dass die Speicherpunkte von Gegnern bewacht werden. Das ist aber so ein Vögelchen, glaube ich. Das ist kein Grauhabicht. Also keins von diesen kleineren, ne? Das ist so ein großes. Was ist das da für ein Licht? Wow. Da sind die Kleinen. Das da mit dem komischen Schnabel. Ja, egal, sei es drum. Ich muss jetzt überhaupt erstmal überlegen, was wir eigentlich wollten. Eigentlich ist Grauhabicht-Areal, aber das ist eher so ein Geier. Wollte ich jetzt das Blümchen? Wollte ich. Begib dich nach Scheuerfels. Ja, ich glaube, das wollte ich. Aber wir können ja nebenbei versuchen, das Blümchen zu kriegen. Wobei im Grauhabicht-Areal. Blümchen ist da. Ich würde denken, ja, ich bin mal so feige und gehe erstmal dem Weg nach. Was sagen denn unsere Aufgaben? Begib dich nach Scheuerfels. Das ist die aktive. Die hier, oder was? Triff dich mit Marats Agenten. Anscheinend wurde Erens Schwester Ersa entführt und nicht ermordet. Aber es bleiben noch viele Fragen offen. Wo ist sie? Wer steckt dahinter und warum? Oder das. Schöpfers Ende. Suche nach Hinweisen auf die Identität der unbekannten Frau. Aloy will in den verfallenen Ruinen einer alten Stadt mehr über die geheimnisvolle Frau erfahren, die ihr so ähnlich sieht. Könnte man auch tun. Aha. 15, 16. Aber ich weiß nicht, wo dieses Schöpfersende ist. Ich glaube, das Scheuerfels jetzt ist uns erstmal näher gewesen. Deswegen, da müssen wir aber an dem Vögelchen dort vorbei. Ach du meine Güte. Grob die Richtung, ja. Nun. Dann versuchen wir das jetzt einfach mal. Ich renne mal in die Richtung. Ey Leute, ich habe gesagt, wir rennen. Oh, was sind das? Truthähne. Mit denen will ich auch nichts zu tun haben. Och Mann, ich bin hier gerade am Springen, meine Gutste. Ja, das ist jetzt der Vogel wieder. Hey Aloy. Und das jetzt? ist jetzt der Vogel wieder. Und jetzt, Aloy. Wow. Lauf einfach. Das war gerade echt eine richtig blöde Stelle, um den Part zu beenden, um zu speichern, um überhaupt irgendwas zu tun. Aber gut. Das ist gerade meine eigene Waffe. Die. Ah ja. Uff. Was haben wir denn hier gerade ausgewählt? Nee. Waren das die besseren? Ja, gehärtete Pfeile. So. Dieser Geier, der ist mir halt doch noch zu heftig. Egal. Wir gehen jetzt einfach unseres Weges und hoffen. Aber das hat man öfter, dass man so richtig blöde Stellen hat.
wo dann alle attackieren und ja, ihr kennt mich. Ich laufe dann halt lieber weg. Gibt Schlimmeres, denke ich. Dafür können wir jetzt wieder rote Blümchen pflücken. Das ist doch auch was wert. Was ist das da eigentlich? Für ein verlassenes Areal. Beziehungsweise qualmt da ja noch was. Also ganz verlassen ist es nicht. Ich fühle mich hier nicht wohl. Bei all diesen Maschinen. Freund oder Feind? Ja, Lagerfeuer entdeckt von mir aus. Freund oder Feind? Naja, sie greifen nicht an. Also wohl Freund. Ich sehe gut darin, seine Maschinenteile zu verlieren. Nicht. Naja, nicht so gut wie die Osserreiter. Ist das ein Kultist? Nee, der ist auch blau. Balutwanderer. Okay. Das ist jetzt ein Banuk-Areal. Ich sehe schon. Medizinbeutel voll. Okay. Ein Banuk-Areal. Eine Siedlung. Ja, gut. Was soll's. Grüne Ausrufezeichen sind Nebenquests, ne? Das müssen Osaram sein. Man kann es diesem Ort ansehen. Osaram, keine Banuk. Okay. Ist mir jetzt relativ egal. Ich dachte, ich habe jetzt hier schon wieder Flügelschlagen gehört. Würden die mich eigentlich mit verteidigen? Würden die mitkämpfen, wenn so ein Biest mich hier angreifen würde? Cool. Die sind also technikaffin, wie es scheint. Okay. Anfangs hatte ich beim Sonnenreich. Dann, wo will ich jetzt hin? Mir langsam ans Herz. Eigentlich zum Ausrufezeichen. Mal schauen, was das für eine Aufgabe ist. Ob ich eine Geschichte zu hören kriege? Da liegt erstmal was. Huh? Ja, Vorratskiste. Das ist ein Bündel, aber egal. Aloy, es wäre schön, wenn du hier nicht runterspringen würdest. Also so technisierte Gegenden sind dann Osaram. Sehe ich das richtig? Gut. Gibt es hier noch irgendwas? Erstmal nicht. Dann reden wir mit der guten Dame. Hallo Petra. Meine Schwielen sind älter als du. Ich habe Schwielen genug, wenn du mich testen willst. Ha! Hitzkopf. Ich glaube es, Flammenhaar. Petra Schmiedin. Aloy. Maschinenjägerin. Maschinenjägerin, ja? Ich kann dich vielleicht brauchen. Es ist so, man will uns aus unserem Revier verdrängen. Darum habe ich gerade diese Schrottschleuder in Arbeit. Unser Problemlöser. Okay. Was ist das hier, Petra? Die Freihalde. Frei, weil wir nur uns selbst verpflichtet sind. Dem Metall und den Staubstürmen. Und die Halde ist dort. Ein Schrottplatz, die Osseram sammelten hier. Nutzloses von den Alten. Atme ein. Nimm den Geruch auf. Rauch und Schweiß. Ein Leben im Wald betäubt die Sinne. Ich kann allein 5 Metalle schmecken. Dieser ganze Schrott ist also von den Alten. War es ein Schlachtfeld? Ein Vorrat vielleicht. Oder eine Müllhalde. So dicht gepackt, dass alles verschmolz. Sie warfen mehr weg, als wir je kennen werden. Bist du nicht neugierig? Willst du nicht wissen, was das hier war? Na, manche stöbern hier ihr Leben lang, um es herauszufinden. Ich nicht. Für mich gibt es hier vor allem viel zu schmelzen. Ja, man muss den Wald nicht verstehen, um Holz für Pfeile zu bekommen. Dann wüsstest du aber, dass Reinholz am besten ist. Vorsicht, verbrenn dir bloß nicht die Zunge. Ich denke nicht an die Alten. Sie hatten ihre Zeit, ihre Arbeit ist beendet. Ihre Erfindungen sind tief vergraben, Rost auf Knochen. Meine Schwestern und Brüder werden eine neue Welt schmieden. Ja, hat sie ja auch recht, aber...
Also ich für meinen Teil bin schon neugierig. Seht ihr, was da hinten schon wieder fliegt? Bin schon neugierig, mehr über diese vergangene Zeit zu erfahren. Du bist also Schmiedin? Du führst die Schmiede und die Stadt? Die Stadt ist die Schmiede und alle arbeiten kräftig mit. So ist es richtig, ohne Präfekten, die sich ständig einmischen. Wären wir im Anrecht im Osseram-Land? 3 Tage Diskussion, immer wenn man einen Nagel einschlagen will. Klingt frustrierend. Oh, ist es. Doch wir diskutieren gern. Man braucht heiße Luft, damit das Feuer brennt. Aber Traditionen werden nicht diskutiert. Dort wäre ich Petra Schmiedgattin. Wie findest du das? Das passt nicht zu dir. Gute Antwort. Darum ging ich weg. Ich war damals noch biegsamer Stahl. Ich konnte alles aus mir machen, bis ich mich abkühlte. Du gingst also weg. Und wohin? Zuerst nach Meridian, wie alle anderen. Ich arbeitete mit am großen Aufzug. Wir waren gerade fertig, als der König durchdrehte. Also schwor ich, einen Platz für alle zu finden, die mir folgen wollten. Wir schlugen uns durch bis zum Kriegsende. Dann fanden wir dieses alte Osseram-Lager. Lang verlassen, Haufen von Metall. Ein Ort für den Neuanfang, den ich prägen konnte. Ha! In deinem Alter dachte ich, dass der härteste Schlag am besten prägt. Ich nehme an, das Alter macht dich weiser. Sag ich nicht. Die Waffe, die du da hast, so etwas habe ich noch nie gesehen. Eigenbau? Sieht man meine Handschrift? Ihre Mutter war einst beim Kampf um Meridian dabei. Bei solchen Schlachten hilft keine Strategie. Man braucht pure Feuerkraft und zermalmt so die Armee des verrückten Sonnenkönigs. Was guckst du so? Waffen mit solcher Kraft. Es ist nicht die Waffe, Flammenhaar, es ist der Schütze. Hätten sie den großen Aufzug belagert, wäre ich da gewesen. Sehr gute Arbeit. Steckt voller Geschichten. Ich kann sie dir mal erzählen, wenn du willst. Das Vieh hat noch keine Geschichte. Zu schwer zum Tragen, frisst Metall wie ein Schnappmaul. Okay. Du sagst, man will euch aus dem Revier verdrängen. Aus unserer Halde. Ein paar Plünderer kamen zum Schnüffeln, gerade als wir gute Waffenteile gefunden hatten. Und bei der Gießerei hat sich eine Banditenbande breit gemacht. Sie sperrten uns aus und sitzen auf den Energiezellen. Sie mögen alles, was glänzt. Tja, wir brauchen die Teile und Zellen für unsere Verteidigung. Ein kleiner Job. Schnell und sauber. Etwas Schmutz macht mir nichts aus. Du bist ja wirklich schnell zu entfachen. Naja, ich bin halt hilfsbereit. So. Eine Halde voll Ärger. Stufe 17. Ja, gut. Aha. 195 Schritte, das ist ja sogar wirklich in der Nähe. Begib dich zum Banditenversteck. Ja, können wir tun. Wo wäre das? Da drüben. Die Plünderer. Ich weiß gar nicht, was sie damit meint. Richtige Plünderer, die Maschinen oder irgendwelche anderen Menschen halt, die hier plündern. Aber gut, ich denke, wir kümmern uns erstmal darum. Ich finde das immer noch lustig. Oh. Okay. Mit Wasserkraft betrieben? Ja, gefällt mir. So, also, wo geht's lang? Erstmal nochmal schnell das. Und ihr könntet nicht mal eine Schmiede von einem Lagerfeuer unterscheiden. Hast du gerade über Nora gelästert? Ich hab's nicht gehört. Möchtest du es nochmal sagen? Immer diese Vorurteile. So, dann zeig mir mal, wo ich hin muss. Nein, dahin zurück, wo ich herkam. Ich kam doch von irgendwo da drüben. Uff, bitte nicht wieder zu dem großen Piepmatz. Dann lasse ich die Nebenquest sausen und folge meiner Hauptquest. Ganz ehrlich. Zu diesem Piepmatz möchte ich nicht. Oh, der hat schon wieder was für uns.
Den haben wir doch vorhin schon geplündert. Okay. Noch ein paar Metallscherben. Komme ich hier außen rum? Nee. Also doch hier lang. Hallo. Alles gut, kleiner Fuchs. Alles gut. Ey Leute, du wirst dich doch wohl hier... Naja, wenn sie sich nicht festhalten will, dann eben auf andere Weise, nicht wahr? Gut, Reinholz ist vielleicht gut für Pfeile, aber wir haben mehr als genug davon. Müsst ihr mir also nicht so dermaßen anbieten hier. Ist das ein Feind? Ja, da haben wir doch schon die Banditen. So, da drüben. Da ist einer. Wie machen wir das? Ich bräuchte ein schönes Gras zum Verstecken. Von da oben weiß ich nicht, ob das machbar wäre. Beziehungsweise... Wo bleibt denn der stehen, wenn der mal stehen bleibt? Bleibt der mal irgendwo stehen, wo ich ihn kriegen könnte? Nö. Naja, gut. Jetzt sind sie erstmal gewarnt. Sie ist da entlang. Da unten ist ein rotes Gras, das mir aber nicht viel bringt. Aber ja, zum Warten, bis die sich wieder beruhigt haben, kann man es ja nehmen. Für mehr leider nicht. Okay, warten wir mal ab. Ah, ist das nervig. Endlich. Was endlich? Die haben immer noch ihre gelben Ausrufezeichen, Aloy. Wir müssen uns einen schöneren Platz suchen, um die ausschalten zu können. Aber ich glaube, so mit Verstecken und so ist hier nicht viel. Das da ist die Stadt, wo wir waren, ne? Also wirklich nicht weit weg. Ein schneller, sauberer Job. Ah, da sind keine Plünderer. Ach, sind das auch die, die sie gemeint hatte? Gut. Ja? Ist was? Hat dir jemand einen Pfeil ins Gesicht geschossen? Beruhigst du dich auch wieder? Ich dachte, ich habe die guten Pfeile. Was soll denn das? Wieso fallen denn die nicht um? Treffe ich zurzeit so schlecht? Kann ich eigentlich... Nö, kann ich nicht. Na gut, dann eben nicht. Dann also wieder auf diese Art. Die würde mich jetzt sehen, oder? Wenn ich hier einfach mal ums Eck gescheißert komme. So, Menschenkill und Kopfschuss. Die ist weg. Weiter geht's. Gib dich zum Banditenversteck, da bin ich gerade. So. Ja, machen wir es halt wieder auf diese Art. Dann wird es halt diesmal kein Kopfschuss, aber... Leise. Wir kriegen wenigstens die Leute down. Wenn die sich mal wieder beruhigt, kann ich dann noch den nächsten Pfeil und dann ist die auch weg und dann
Machen wir so weiter, peu à peu. Komm. Beruhige dich. Gut so. Niemand hier. Und weg. Das hast du dir eingebildet, dass du einen Pfeil abgekriegt hast. Glaub's mir. Pure Einbildung. Und jetzt komm gefälligst wieder hier vor, wo ich dich besser treffen kann. So ist's brav. Ach, ich finde das schön, wenn das klappt und die machen, was ich will. So. Weiter geht's. Da unten ist ein Mensch unterwegs. Oh. Na, schaut euch das an. Jo. Mach ich auch. Kein Thema. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Da hinten wird das Gebiet auch wieder etwas bewaldeter. Ist nicht mehr ganz so Wüste. Finde ich nicht schlecht. Der könnte jetzt mal sich wieder beruhigen. Na, wo rennst du denn hin? Hm? Geh wieder auf deinen Posten, Junge. Aloy. Und dann könnte ich mich da reinpirschen. Achso, das war auch der Plan, dass ich von dort komme. Und nicht von außen rum. So, weg mit dem. Ich weiß gar nicht, wie viele sonst noch hier unterwegs sind. Da läuft noch einer. Da ist noch einer. Ah, mir gefällt das halt nicht mit denen, wenn die auf höher gestellten Ebenen sind. Ich würde gerne erstmal mit dem da mich messen. Bevor ich unten reingehe, muss oben alles geklärt sein. Wo ist der? Oh, das sind ja noch ein paar mehr. Da ist der. Oder die. Gut, dort war das. Da ist auch einer. Zu weit weg. Okay. Zu weit weg. Sind das die Plünderer, die gemeint hatte? Ich frage mich, könnte ich so ein Mäuschen überbrücken und dann hier auf das loslassen? Auf das Areal? Wäre das irgendwie machbar? Was ist da unten? Ja, Aloy. Vorsicht da unten. Wie sieht's denn hier aus? Zwei Plünderer. Krieg ich das irgendwie hin? Komme ich hier nebenan auch in irgendwelches Gras zum Verstecken? Oder eher nicht? Da wäre welches, aber... Wow! Wer sieht mich denn jetzt schon wieder? Das ist doch echt nicht fair. Wer hat mich denn jetzt schon wieder erspäht? Ich hoffe, hier sind nicht auch noch irgendwelche Fliegviecher unterwegs. Kann ich gar nicht gebrauchen. Könnte ich
ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. So. Da ist der. Wie läuft der? Dort lang. Von hier kann ich den nicht rufen, schätze ich. Ich muss in das Gras da drüben, wenn. Oder in das Gras hier. Gut. Dort sehe ich erstmal, spiele ich erstmal keine Menschen.